In diesem Video werde ich das Thema Zeit behandeln und Zeiten sind spezielle Zahlen. Ich gebe mal hier als Beispiel, das ist jetzt eine Zeit, das sind keine normalen Zahlen, sondern das sind spezielle Zahlen, sie haben hier einen Doppelpunkt und diese Minuten, die gehen ja nur bis 59 und dann haben wir dann eine Stunde mehr. Und genauso ist es bei den Sekunden. Und die Stunden, die gehen nicht hoch bis 100, sondern bei 24 oder kurz vor, also bei 23, bei 24 geht das dann wieder auf 0 und fängt von vorne an. Daher Uhrzeiten sind keine normalen Zahlen. Und die haben dann auch ein besonderes Format. Und ich fange mal an mit dem Format. Und zwar, ich habe hier jetzt 6 Uhr, Start sagen wir mal 12 Uhr. Und hier die Dauer ist es. Ups. So, und hier die Dauer wäre dann ist gleich das da minus das da. Okay, so jetzt haben wir von der Formel her, es ist alles selbe, nur das Format ist jetzt anders. Und das Format ist Format, Zellen formatieren. Und ich gehe jetzt unter Benutzer definiert und wir fangen mal an. Ich kann das Format als H, Doppelpunkt M, Doppelpunkt S. Ja, also das sind H sind die Stunden, H ist Englisch for Hours, M sind die Minuten und S die Sekunden. Ich kann auch HH schreiben, da kommt dann eine führende 0, wie man hier sieht bei der 6. Genau dasselbe ist bei M oder bei S. Ja, das heißt, es ist egal, ob man ein oder zwei Buchstaben macht, nur bei zwei Buchstaben kriegt man immer eine führende 0 bei Zahlen kleiner als 10. So, in dem Fall habe ich jetzt das Format HHMMSS und das heißt, ich habe die Stunden, Minuten und Sekunden. Und hier genau dasselbe. Haha. Ups. So. Da haben wir dasselbe Format. Und hier könnte man dasselbe machen. Man braucht sogar keinen Doppelpunkt. Man kann sogar das Format ohne Doppelpunkt schreiben. Also hier zum Beispiel. Haha. Ich kann auch leer machen. MM. Leer. SS. Also der Doppelpunkt ist nicht erforderlich. Nur klein h, klein m, klein s. Jetzt, Excel arbeitet eigentlich gar nicht mit Zeiten, sondern es benutzt Zahlen. Jetzt, welche Zahlen werden hier benutzt? Wir können das mal gleich sehen. Nehmen wir mal an den Start und gehen wir mal über Format, Zellen formatieren. Wir haben jetzt HHMM. Was ist, wenn ich jetzt 0,00 mache? Dann sieht man, die 6 Stunden oder die 6 Uhr von vorhin ist eigentlich oder wird von Excel als 0,25 gesehen. Und Excel arbeitet gar nicht mit der 6 Uhr oder mit der 12 Uhr, sondern es arbeitet mit den Dezimalstellen. Was heißt 0,25? 6 Uhr heißt ein Viertel vom Tag. Excel arbeitet so. 1 ist ein Tag. Und jede Stunde ist ein 24stel von einem Tag. Das heißt, 6 Stunden oder 6 Uhr ist 0,25. Diese 12 hier ist die Hälfte, 0,5. Ja, wir können es mal auch sehen, wenn ich jetzt auf Zellen formatieren gehe, auf Zahl, bleiben wir bei Benutzer definiert, 0,00, 0,5. Ja, und was Excel arbeitet so, es nimmt die 0, jetzt bei dieser Berechnung, es nimmt die 0,5 minus 0,25, ist 0,25 und das wird dann als Zeit formatiert und das heißt dann 6 Stunden. Aber wichtig zu wissen hier ist, dass Excel nur mit diesen Zahlen arbeitet. Es addiert keine Stunden, Minuten. Was es macht, es addiert die Zahlen und dann das Resultat wird dann, wenn man das so mit HHMMSS formatiert hat, wird dieses Resultat wird dann als Stunden, Minuten und Sekunden dargestellt. Das ist sehr wichtig. Ja? Und deswegen man sieht hier, ist egal, wie ich das jetzt mache. Ich habe hier jetzt Kommazahlen und hier habe ich Stunden, Minuten, Sekunden. Das juckt Excel überhaupt nicht. Warum? Weil es mit diesen Zahlen arbeitet. Ja, und wenn ich hier zum Beispiel wieder, ich gehe so dahin und sage, Benutzer definiert nur HH. Ja, hier sind nur die Stunden. Hier ist eine Kommazahl und ich kriege hier trotzdem HHMMSS. Ja, also das heißt, das Excel arbeitet gar nicht mit den Stunden, Minuten. Es arbeitet nur mit den Bruchteilen, mit den Kommazahlen. Und dann das Resultat, was man hier rauskriegt, wird dann als Zeit formatiert.
Okay, das ist sehr wichtig, weil später in dem nächsten Video werde ich euch zeigen, wie man dann Zeit mit etwas anderes rechnet. Also zum Beispiel Zeit mit Geld. Ja? Und da ist es dann, da muss man dann gewisse Faktoren hinzufügen, um ein korrektes Resultat zu kriegen. Okay, jetzt kommen wir zu der zweiten Sache. Also das heißt, wenn man mit Zeit arbeitet, was man eingibt, wenn man Zeit eingibt, dann ist 6:00 oder 14:00. Oder man kann auch Kommazahlen benutzen. Ja? Zum Beispiel 0,75. Okay? Und die dann entsprechend formatieren. Okay? Und 0,75 ist 3/4 von einem Tag und das heißt 18 Uhr. Okay? Und das Resultat ist dann 18 minus 14, haben wir 4 Stunden. Und wenn man das Resultat als Zahl sehen will, kann man das dann als Zahl formatieren. Okay? 0,17. Ja, das heißt, 4 Stunden sind 0,17 vom Tag. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Sache. Und zwar, man muss unterscheiden zwischen Zeitpunkte und Zeitspanne. Das heißt, ich übertrage mal das Format hier, dass man das jetzt mal einfach hat. Das ist ein Zeitpunkt. Das heißt, meine Arbeit fängt um 14 Uhr an. Das ist noch einmal ein Zeitpunkt. Meine Arbeit endet um 18 Uhr. Und das hier ist eine Dauer. Das heißt, diese Dauer wird gemessen entweder in Stunden oder in Minuten oder sogar in Sekunden. Ja? Der Unterschied ist so, der Start oder der Zeitpunkt, der ist begrenzt. Zum Beispiel beim Zeitpunkt, die Uhrzeit kann nie mehr als 24 sein. Ich kann nicht sagen, ich habe um 25 Uhr angefangen. Entweder 23 Uhr oder 0 Uhr. Und bei den Minuten geht es auch bis 59 und dann ist wieder 0. Und bei den Sekunden genauso. Deswegen Zeitpunkte sind eigentlich Punkte auf der Uhr. Wann hat etwas angefangen? Wann wurde etwas beendet? Das sind die Zeitpunkte. Bei Dauer hingegen, die sind nicht begrenzt. Ich könnte sagen, zum Beispiel, ich hab eine Autofahrt gemacht und die hat 35 Stunden gedauert. Ja? Jetzt die Frage ist, wie kann man sowas formatieren? Ja, ich mache mal hier ein Beispiel. Machen wir mal das weg. Und machen wir mal hier. Ich habe ein Projekt. Ich starte jeden Tag um 08 Uhr. Höre jeden Tag um 17 Uhr auf. Okay. Und jetzt will ich, und ich arbeite 5 Tage. Und ich will jetzt wissen, wie viel sind meine Gesamtstunden. Okay, und machen wir es mal noch einfacher. Machen wir mal hier Stunden pro Tag. Okay, so. Die Stunden pro Tag ist dann Ende minus Anfang. Und das stimmt dann, 9 Stunden. Und die Stunden über die ganze Woche ist dann eigentlich Stunden mal 5 Tage. Und hier habe ich jetzt was ganz Komisches. 21. Eigentlich erwarte ich etwas wie 45. Und das ist hier, wo man aufpassen muss. Zeitspannen, wenn ich hier ins Format reingehe, Zeitspannen dürfen nicht mit HHMM gemacht werden, weil bei HH geht die Zeit maximal bis 0, bis 23. Und dann kippt sie wieder auf 0 und fängt von vorne an. Und deswegen würde ich nie die 45 kriegen, die ich erwarte. Um diese 45 zu kriegen, muss ich dieses erste, also in dem Fall das H, muss ich in solche eckige Klammern machen. Das bedeutet, eckige Klammern, das bedeutet Zeitspanne. Und jetzt weiß Excel, dass es geht hier um eine Zeitspanne und nicht um eine Uhrzeit. Und deswegen werden jetzt Werte von größer als 24, was Stunden betrifft, erlaubt. Ja, und da sieht man hier 45 Stunden.
Denselben Wert kann ich jetzt in Minuten formatieren. Ja, und das geht dann so. Nicht M, weil das sind Minuten, die kippen jedes Mal um bei 59, sondern Klammer auf M. Und das heißt, unsere 45 Stunden hier wandeln sich in 2700 Minuten. Ja? Und nicht vergessen, egal was man hier sieht, Excel arbeitet immer mit den Zahlen in dem Hintergrund. Die Zahlen, wenn man die Zahlen sehen will, muss man einfach, das ist jetzt Minuten, wenn man die Zahlen sehen will, ist 0,00. Das heißt, die 45 Stunden sind 1,88 Tage. Und diese 1,88 Tage, wenn ich sie in Stunden sehen will, dadurch, dass es eine Spanne ist, eine Zeitspanne, muss ich eckige Klammern benutzen. Da kriege ich 45 Stunden, wie hier in der Vorschau. Wenn ich Minuten haben will, eckige Klammer Minuten. Und wenn ich Sekunden haben will, eckige Klammer Sekunden. Theoretisch musste ich dasselbe Format hier machen bei Stunden pro Tag. Hier allerdings hat man nicht den Fehler gesehen, weil hier waren die Stunden unter 24. Nur hier hat man gesehen, ich muss 45 darstellen und deswegen brauche ich ein anderes Format als HH. Und das ist mit einer Klammer. Okay, das heißt, Klammer auf, H, Klammer zu. Und das ist jetzt egal, ob ich jetzt Minuten hinzufüge und Sekunden, das ist egal. Die Klammer kommt nur die Eckklammer kommt nur beim ersten. Ja, wenn ich jetzt Minuten und Sekunden haben will, dann werden die Minuten eckige Klammer und dann die Sekunden. Okay? Kann man auch so darstellen. Und das ist der Unterschied zwischen Uhrzeit oder Zeitpunkte und Zeitspannen. Bei Zeitspannen werden wir, jetzt sagen wir mal bei Stunden, Werte haben mehr als 24 oder bei Minuten werden wir Werte haben mehr als 60 und deswegen brauchen wir diese eckigen Klammern. Während bei Zeitpunkte brauchen wir die nicht und die werden dann wie immer oder wie gehabt mit HH, MM oder SS geschrieben.